neuen Folge von Fallout 76 gab es jetzt 2 Tage nicht, weil ich völlig dämlich bin. Ja, ich habe nämlich am ersten Tag meine Jacke bei der Arbeit vergessen und in der Jacke ist halt mein Schlüssel, Haustürschlüssel. Da musste ich zurückfahren und die Jacke holen und dann kam ich wieder hierher, dann war es schon 18 Uhr. Kannst du vergessen dann. Ich war auch genervt ohne Ende und ja, übrigens, Reggie war an dem Tag schon um 4 Uhr zu Hause. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht losfahren müssen, aber es ist eine andere Geschichte. Da haben wir aneinander vorbeigeredet und ja, und dann habe ich meinen Schlüssel zu Hause vergessen. Genau den Tag danach. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Naja, machen wir erstmal weiter. Was ist das? Prüfung von leitender Angestellte. Hatten wir das nicht schon? Hannibal, hier spricht Daniel Hornwright. Ich gehe mal davon aus, dass Sie den technischen Kundendienst dazu veranlasst haben, den Test für Führungskräfte mit meinen erläuternden Antworten zu aktualisieren. Ich bin diese rückgratlosen Führungskräfte, die Sie mir geschickt haben, langsam leid. Besorgen Sie mir Kandidaten, die es hier aushalten können. Sonst suche ich mir jemand anderen. Kennen wir den Weg schon? Ich habe übrigens gerade 2 Ventilatoren noch mitgenommen auf dem Weg hier hoch. Weil man spawnt natürlich wieder unten. Was irgendwie ein bisschen kacke ist. Ah, naja, was willst du machen, ne? Ah. Trönchen. Rein theoretisch könnte man doch. Man könnte sich vor einem Ventilator ausloggen. Wieder einloggen. Ventilator mitnehmen. Ausloggen. Wieder einloggen. Ventilator mitnehmen und so weiter und so fort, bis man unendlich von den Dingern hat. Das ist voller Lifehack, ey. Muss ich mal ausprobieren. Da habe ich ja keine Probleme mehr. Naja, wir wollten uns heute darum kümmern und deswegen tun wir das auch. Übrigens habe ich das Gefühl, dass Fallout ein bisschen flüssiger läuft seit dem letzten Patch. Einstellungsprüfung für leitende Angestellte. Willkommen angehender Bewerber auf die Chance Ihres Lebens. Anhand der vorliegenden Prüfung werden wir herausfinden, ob Sie das Zeug dazu haben, Teil der als leitende Angestellte von Hornwright Industrial bekannten Eliten zu werden. Wenn Sie eine perfekte Punktzahl erreichen, wird Ihnen unser automatisches Einstellungssystem umgehend eine Stelle anbieten. Also sind Sie bereit, die Prüfung abzulegen, die Ihr Leben verändern wird? Ja, Logos. 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 Okay, jetzt geht's los. In einem der automatisierten Bergwerke der Firma ist es zu einem Unfall gekommen, der mehrere Leiter das Leben gekostet hat. Wie reagieren Sie darauf? Ich gebe eine Stellungnahme ab, in der ich den Familien Entschädigungen zusichere. Das will die Firma sicherlich nicht. Ich mache Agitatoren der hiesigen Gewerkschaften für den Vorfall verantwortlich. Ich rufe ein firmenweites Arbeitsschutzprogramm ins Leben. Wir nehmen mal das hier. Frage 2. Sie sind im Besitz belastender interner Informationen über einen unserer Konkurrenten gekommen. Was tun Sie damit? Ich vernichte sie. Wir können den Konkurrenten auch im fairen Wettbewerb überflügeln. Ist klar. Ich erpresse den Konkurrenten, um weitere Informationen zu erhalten. Ich lasse sie den Medien zukommen, damit der Aktienkurs des Konkurrenten fällt. Ich erpresse. Ein hiesiger Politiker verlangt von Ihnen eine beträchtliche Wahlkampfspende als Gegenleistung für Gesetzgebung, die sie begünstigen würde. Wie reagieren Sie darauf? Ich versuche belastende Informationen über ihn zu finden, um den Preis zu senken. Ich lehne höflich ab und spreche bei dem Politiker seinen mangelnden Respekt vor der Demokratie an. Ich bringe die Bitte an die Öffentlichkeit um. Ja, ich bringe die Bitte an die Öffentlichkeit, um aufzudecken, wie unehrenhaft der Politiker ist. Natürlich versuche ich, mehr Informationen zu finden. Sie haben Drohungen von einer Gruppe erhalten, die über ihre Automatisierungspolitik verärgert ist. Wie gehen Sie vor? Die Beweismittel der Polizei übergehen, damit diese sich darum kümmert? Ihnen lukrative Arbeitsstellen anbieten, um ihre wahre Identität herauszufinden, 24 Stunden Überwachung zu ihrem Schutz anfordern. Oh. Ich glaube, eine Arbeitsstelle würden sie nicht annehmen. Aber was für Beweismittel?
Sie haben Drohungen. Ach so, die Drohungen oder was? Ja, die 24-Stunden-Überwachung würde ja dem Konzert Geld kosten. Ja, deswegen dürfen wir das nicht machen. Die Beweismittel der Polizei übergeben, damit diese sich darum kümmert. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist das hier. Ihnen wurde eine bessere bezahlte Stelle bei einem Konkurrenten in dieser Region angeboten. Was tun Sie? Ich gebe die Einzelheiten an Hornrides erstklassiges firmeninternes Geheimdienstteam weiter. Ich nehme die Stelle an, obwohl die Firma mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit minderwertiger ist. Ich nutze das Angebot, um eine bessere bezahlte Stelle hier bei Hornroyd zu erhalten. Ah, das war falsch. Antworten verarbeiten. Ergebnisse anzeigen. Zu schade. Sie haben nur 4 von 5 Fragen richtig beantwortet. Sie haben nicht das Zeug. Aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Das war anscheinend richtig. Ich erpresse. Belastende Informationen. Lukrative Jobs. Ich gebe die Einzelheiten an Hornrides erstklassiges firmeninternes Geheimdienstteam weiter. Ja, komm. Sie haben 5 von 5 Fragen richtig. Beide Waffen sind fast kaputt, aber ich habe Kleber gefunden. Okay, ich glaube, dafür muss ich den Gang entlang, oder? Ah, hier geht's auch noch hoch. Moment, da war noch eine zweite Maschine. War das die Maschine, die ich benutzen soll? Nee. Lebenslaufbehälter. Okay, das offensichtlich nicht. Aber das sind wahrscheinlich nur mehrere Terminals für mehrere Spieler. Sehr schön. Erkunde das obere Stockwerk des Gebäudes, um Informationen über Hauptader zu erhalten. Okay. Wir hatten ja hier diesen wunderschönen kleinen Gang irgendwo entdeckt. Weiß jetzt noch nicht mehr, wo das war. Ja, hier. Ich wette, hier ist dann irgendwo eine Tür, die mich dann weiterführt. Oh, Vorkriegsgeld im Fleischsack. Wieso nicht? Hab ich was gehört? Hallo? Ach, guck mal. Der wartet auf mich. Wollen wir ihn mal nicht enttäuschen, ne? Okay, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Ernsthaft? Ist meine Waffe gerade kaputt gegangen, weil ich die Kakerlake geschlagen habe? Pumpgun ist auch für nah. Meine Waffen sind alle tot. So habe ich 2 Pumpguns. Schlüssel. Schlüssel kann. Okay. Muss also einen Schlüssel finden. Oh, hi. Maschinenpistole, toll. Voll für den Arsch. Was soll ich mit der Maschinenpistole? Das ist jetzt ärgerlich. Okay, wie kommen wir jetzt höher? Ich glaube, wir müssen außen entlang, ne? Weil hier habe ich jetzt keinen Weg nach oben gesehen. Wir können natürlich hier die Stairs verwenden, aber ich glaube nicht, dass es hier höher geht. Vielleicht der Fahrstuhl. Das war nicht der Fahrstuhl. Und ich glaube, es gibt keinen Fahrstuhl. Aber jetzt, wo wir schon mal draußen sind, gehen wir auch hoch. Und
Wir haben gleich ein Level-Up. Noch zwei Level und dann kriegen wir die nächsten Karten. Gratis-Karten. Ich würde mir halt wünschen, dass... Keine Ahnung. Also wenn... Soweit ich das gehört habe, ist ja ab 50 Schluss mit Leveln, ne? Also mit Skillen. Leveln geht ja immer noch weiter. Ich glaube, mit 50 ist Schluss mit Skillen. Aber man kann jederzeit neu skillen. Ja gut, das sind ja immer noch verdammt viele Level, aber irgendwo ein bisschen schade. Wie ich persönlich finde. Wieso ist es plötzlich dunkel geworden? Licht? Das ist ein schön helles Licht. So, hier sind wir ja schon überall rumgestampft, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich rein theoretisch hier nur vorbeilaufen. Alles töten, was wir sehen. Und es ist ein bisschen blöd, dass man erstmal so ein Blackscreen hat beim Zielen. Okay, gerade eben hat es irgendwie länger gedauert. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. Gerade auch im PvP, weil es hat erstmal einen schwarzen Bildschirm. Super. Vierter Stock. Aber ich will doch in den fünften. Wieso steht er jetzt 5? Ich bin jetzt nicht ernsthaft hier runtergefallen, oder? Wie komme ich jetzt wieder hoch? Der Spiegel ist ein bisschen der Buggy, muss ich sagen. Wir sind doch gerade hier schon im fünften Stock rausgegangen. Offensichtlich. Hä? Bin ich im Kreis gelaufen? Übrigens fehlen uns noch 350 Atoms, damit ich meine Kleider holen kann. Ich freue mich schon auf diese Kleider. Oh, seid gespannt, was ich mir da so schönes hole. Ja, das wird was richtig Feines. Oh, da freue ich mich schon drauf. Es passt halt genau zu dem, was ich hier in Fallout plane, passt dieses Outfit perfekt. Was ich übrigens schön finde, in meiner, ich glaube, dritten oder vierten Folge schreibt einer rein, dass ich Fallout 76 nicht kann und dass ich ein Noob bin. Zu einem neuen Spiel. Gerade Folge 3 oder 4. Also manchmal... Keine Ahnung. Irgendwie, einige Leute haben es nicht gerafft, wie das Leben funktioniert. Ich bin im Kreis gelaufen, ne? Ja. Kochen muss ich jetzt nicht. Tatsächlich, ich bin hier da. Aber hier geht's doch nur runter. Ich will doch rauf. Komme ich hier irgendwie? Kann ich mich da irgendwie hochbacken? Rein theoretisch könnte ich das dann auch machen ohne Schlüssel. Aber egal. Wir versuchen es mal, uns da hochzubacken. So. Ist zwar ein bisschen risky und so, ne? Und hier aus war das, glaube ich, nichts. Oh, ich bin oben. Abkürzung? Steckabkürzung? Wie bezweifle ich, dass ich hier sein darf? Schreibtisch ist leer. Hier ist eine Bank zum Sitzen. Ja, super. Bin hier umsonst hergekommen, wa? Das ist ein Dreck. So, kann ich hier aus... Okay, ich würde da gerne rüberspringen. Ich mal ehrlich zu euch bin. Nein! Hilfe! Hilfe! Ach, guck mal, hier unten ist sogar was. Ich muss aber jetzt meine Leiche wiederholen. Weißt du, da sind die Schrauben drin, die ich brauche.
Ist ein bisschen blöd, wenn ich die nicht habe. Ich wollte gerne gucken, was da ist. Ich bin halt ein Erkunder. Und ich hätte es auch fast geschafft. Das ist so ein Stück hat gefehlt. Na, er geht ja schnell, sind wir gleich da. Wenn ich den Weg finde. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir lang müssen. Autsch. Hatte ich nur ein Katzenhaar hier oder hab's immer noch? So, okay, aber die fünfte Stock, Freunde. Manchmal muss man was riskieren, um Dinge zu finden, die es nicht gibt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich andere Spieler für Schrott töten möchte. Ich meine, rein theoretisch ist das eigentlich ganz einfach. Wenn ich einen Spieler jetzt töte, sammle ich ja seine Sachen auf. Dann teleportiere ich mich nach Hause, tue alles in meine Kiste und lass mich töten. Das ist eigentlich genial. Vielleicht mache ich mal einen Livestream, wo ich einfach nur andere Spieler jage und dann deren Sachen klaue. Was sagst du, Achim? Würde das funktionieren? Oder sagst du, nee, Zero, gute Idee ist es jetzt nicht unbedingt. Aber Stream ist immer gut. Das würdest du sagen, glaube ich. Stream ist immer gut. So, jetzt muss ich runter. Mein Zeug holen. Ein Gehstock-Mod. Nehme ich doch gerne mit. Oh, wir haben unseren Stealth-Boy wieder zurück. Das heißt, rein theoretisch gesehen, kann ich mich suchen lassen, zu Hause mich verstecken, mit einem Stealth-Boy. Und dann sollen sie alle kommen. Können sie meinetwegen alle kommen. Alles nehmen. Soweit ist hier nichts. Ich könnte jetzt, um quasi Zeit zu sparen, einfach runterspringen, oder? Vielleicht treffe ich sogar das Wasser und dann können wir noch mehr Zeit sparen. Aber ich kann mich hier auch erstmal umsehen. Das hat sich gelohnt. Oh gut, hier ist nichts. Irgendeiner, der sehr überrascht klingt. Okay, sehr tief ist das nicht mehr, ne? Ich glaube, wir können bis ganz runter zum Boden. Ich kann bestimmt noch einiges tragen, ne? Nehmen wir mit. Wieso bist du tot? Raider gepolsterter Körperteil-Mod. Hätten wir nicht auch einen Mod mit Taschen gefunden? Ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei dem Typen, der ordentlich Spaß hatte. Cranberry Marmelade, okay. Nehme ich mit. Gewürze. Rezepte sind immer gut. Ich sammle ja alles. Ich bin Pokémon-Spieler. Ich sammle. Ja, cool. Dann sind wir hier unten. Hat sich gelohnt. Wir haben viele Rezepte gefunden und viele Baupläne. Das kann sich doch sehen lassen. Und soll ich euch mal was Trauriges sagen? Ich hatte die letzten Tage nicht mal ordentlich Zeit, einen Energy zu trinken. Einfach die ganze Zeit im Stress. Ich habe jetzt noch einen Energy im Kühlschrank. Den werde ich mir gleich holen. Den hole ich mir gleich. Da, hier ist die Performance gerade richtig gut gewesen. Da, guck mal, wie gut die Performance hier drin ist. Hallo? Fahre ich denn durch oder sterbe ich? Was ist das? So, die Penner haben mich übrigens von oben aus her abgeschossen.
Und ich habe Schaden bekommen. Durchs Glas. GG. Cheater. Oh, ich kann auch einiges tragen, Alter. So ist das rot. Der Fahrstuhl ist noch versperrt. Key. Ja. Gib mir den Tischventilator. Meinetwegen den Golfschläger. So. Onride Anwesen Zugangskarte. Hm. Noch ein Golfschläger. Sam Blackwell. Nein zu Referendum 6. Sam Blackwell, nein zu Referendum 6. Von Quinn Cardner. Das Volk von Appalachia kann nicht untätig zusehen, wie seine Lebensgrundlage von metallischen Händen zerrissen wird. Mit diesen Worten positionierte sich Senator Samuel Blackwell in einem Interview des Herald als autoritative Stimme gegen das... Herald? Ist das das Magazin? Charleston Herald, achso. Des Herald als autoritative Stimme gegen das kontroverse Referendum 6. Oh, das ist zu viel. Charleston sagt auf jeden Fall nein, oder wie auch immer der Idiot hieß. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, ich kann loskopen. So, wir haben auf jeden Fall ein neues Level up. Und wir gucken mal. So verführerisch. Ich könnte sie noch weniger wiegen lassen. Hier ist ja nichts Neues dabei, ne? Maximaler Range besitzt toll. Ja, hier gibt es eigentlich nichts Tolles. Charisma. Charisma ist sowieso von Arsch. Intelligence. Was ist eigentlich hier mit der Diebesrüstung? Ich will ein Dieb sein. Ein Dieb sein. Geborener Überlebender. Revolverheld. Wo ist denn dieses diebische Dingenskirchensding? Dingenskirchensding. Reparaturschuss. Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine Waffe von selbst repariert, wenn du einen Gegner triffst. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Definitiv. So. Kaboom. Okay. Keine Ahnung, wieso es darunter geht. Gibt's hier irgendwas für mich? Mit was ich interagieren kann oder so? Eine Laborstation. Gesamten Schrott verwerten. Bitte, Dankeschön. So, direkt mal die Waffen. 29 Schaden ist jetzt auch nicht der Hit. Achso, den haben wir ja schon. Wir haben zwei Pupgun-Arten. Wir haben einmal die hier und einmal die hier, ne? Eine muss weg. Ja, keine Ahnung. Machen wir das mal so. Ein Fusionskern. Ich glaube, die sind selten. Wahrscheinlich kann man die selber herstellen, aber egal. Was ist denn hier so Schönes? Hier, brutaler irgendwas. Hab's nicht mal gelesen. So wichtig ist mir das. Oh, Bleierz. Oh, noch mehr Bleierz. Ich glaube, ich muss zu diesen Maschinen, oder? Benutzer entdeckt. Stelle Verbindung her. Benutzerverbindung festgestellt.
Hauptader 003 bereit. Benutzer, System 003 fordert Hilfe an. Brennstoffniveau kritisch. Rumpf kritisch. Diese Hauptader fordert Reparaturbarke an. Benutzer, Reparaturbarke abholen. Benutzer, Reparaturbarke abholen. Das haben wir jetzt nicht wirklich weitergebracht. Reparatoren erforderlich. Bar finden. Hauptar kritisch. Ich muss irgendwas reparieren, oder? Daniel. 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 Wer zum Daniel? Oh! Militärplatine, oh mein Gott! Weißer Brille, es hilft mir alles nicht weiter. Was soll ich denn hier oben? Wait a second. Durchsuche das Labor nach Informationen, wo die Reparaturbarke finden kannst. Brennstoffniveau äußerst niedrig. Daniel. Daniel. Reparatoren erforderlich. Bar finden. Hast du das gesagt? Brennstoffniveau äußerst niedrig. Keine Ahnung. Das ist für mich momentan ein Rätsel. Aber ein Stim nehme ich immer. Keine Ahnung, wo ich irgendwas reparieren soll hier. Ich meine, offensichtlich soll ich da rein. Ah. Forschungsvermerk. Die neue von AMS. Hornwright hat uns das neueste Teammitglied vorgestellt, abgeworben von AMS, Abteilung für elektronische Intelligenz, die Zukunft des Bergbaus, wie wir ihn kennen. Mit genau diesen Worten hat Hornwright die junge Frau vorgestellt. Das Mädel hat einen Doktortitel von einer öffentlichen Schule, aber ziehen wir keine voreiligen Schlüsse, Daniel. Vermutlich sollten wir für jede Hilfe dankbar sein. Wer weiß, vielleicht kann diese Mrs. Jackson ja Kaffee kochen. Die seltsame Mrs. Jackson. In den 4 Wochen seit ihrer Ankunft hat die junge Mrs. Jackson gleich 3 unserer größten Probleme im Zusammenhang mit dem Hauptader-Projekt gelöst. 3! Intraminale Kommunikation gelöst. Subkrustennavigation. Kinderspiel. Ein automatisiertes verbales Antwortsystem. Warum nicht? Die Kleine hat sogar ein Reparatursystem für den Feldeinsatz entworfen. Es ist natürlich von einem ursprünglichen Hauptadersystem abgeleitet, aber es ermöglicht eine Verbindung mit dem System ohne Arbeitsunterbrechung. Die Kleine ist entweder ein Genie oder eine Diebin, die uns einfach das bringt, was sie während ihrer Zeit bei AMS abgeschrieben hat. Und ich kann unmöglich sagen, ob ich Hornwright anbetteln soll, dass er sie feuert oder ob er sie für den Nobelpreis vorschlagen sollte. Die seltsame Mrs. Jackson gibt mir ein großes Rätsel auf und dann macht sie auch noch sensationell guten Kaffee. Direkte Kontrolle. Allem Anschein nach hat Mr. Hornwright den Entschluss gefasst, seine direkte Mitwirkung im Hauptader-Projekt zu intensivieren. Aus Sicherheitsgründen, wie er behauptet. Er glaubt, jemand von uns hätte Informationen an diesen Reporter weitergeleitet, der den Unfall auf dem Testgelände hatte. Hornwright will sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall niemals wiederholen kann. Ich glaube allerdings, dass Daniel sich einfach nur ablenken will, um seinen Verlust nicht verarbeiten zu müssen. Für uns bedeutet das dann wohl, dass seine Ablenkung darin besteht, uns alle abzulenken. Machtkämpfe. Und dabei lief alles so gut.
Dank Mrs. Jacksons monumentaler Anstrengungen waren die Systeme 000 und 001 einsatzbereit. Und wir spielten bereits mit dem Gedanken, unseren Zeitplan um ein ganzes Quartal vorzulegen. Aber Daniels ständiger Input hat sämtliche Fortschritte zunichte gemacht. Und vermutlich liegen wir jetzt sogar hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Seine belanglosen und unermüdlichen Forderungen nach einem benutzerfreundlichen System waren fast immer an Mrs. Jackson und das IQ-Team gerichtet. Und dann sollte das System auch noch unabhängiger werden. Das arme Mädchen schuftet sich fast zu Tode, um überhaupt noch mitzukommen. Ich versuche ihr möglichst gut den Rücken freizuhalten, damit sie einfach ihre Arbeit machen kann. Aber der Mann gibt keine Ruhe. Und um alles noch schlimmer zu machen, verlangt Daniel jetzt, dass wir unsere Anforderungscodes nur noch von ihm erhalten. Er will dadurch sicherstellen, dass wir keine Änderungen ohne seine Zustimmung vornehmen. Immerhin konnte ich einen Code aus seinen Notizen stibitzen, als er mich mal wieder für meine ungebetenen Eingriffe zur Schnecke machte. Tja, manchmal zählen eben auch die kleinen Siege. Reparaturbacken, Anforderungscode 36084. Für Mrs. Jackson. Mrs. Jackson, falls Sie das hier lesen, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung zur Projektleiterin. Niemand hat das mehr verdient als Sie. Ich meine das aus tiefstem Herzen. Verschwinden Sie sofort. Ich glaube, dass Mr. Hornwright krank ist. Seine Paranoia und Engstirnigkeit haben sich im Lauf der letzten Monate zunehmend verschlimmert. Meine Entlassung sollte niemanden überraschen. Schließlich begegnete er allem außer seinem Hauptaderprojekt mit wachsenden Feindseligkeiten. Ich kann nur hoffen, dass sie gehen, bevor der Mann komplett den Verstand verliert. Ihr Talent ist in einer solchen Situation vollkommen verschwendet. Okay, er ist durchgedreht. Hat er die Atombomben gestartet? Wer weiß. Tjo. Dann nehmen wir mal den anderen Fahrstuhl, wo auch immer uns der hinführt. Kann ich mit dem Code hier an dem PC? Steht der Code hier drin? Nö. Haben wir schon angefangen zu lesen. Ja gut. Freunde, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich bei euch für heute. Ist bei euch ja für heute. Ist richtig. Richtiges Deutsch, oder? Hab schon. Wie komme ich dahin? Naja. Vielleicht werden wir das eines Tages erfahren. Heute offensichtlich nicht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.